Hallo und herzlich willkommen zu den Gamesfeld News. Mein Name ist Sascha, wir haben heute den 10. August und diese folgenden vier schönen Themen für euch. PlayStation 4 Pro, Call of Duty Black Ops 4, Overwatch und PlayerUnknown's Battlegrounds. Biggest single product Sony has ever had. The biggest thing to come along since TV was invented. Für Sony und seine PlayStation-Marke gibt es einiges zu feiern, nämlich über 500 Millionen verkaufte PlayStation-Einheiten. Und das wird gefeiert mit einer Sonderedition der PlayStation 4 Pro. Die erscheint am 24. August in einer weltweit auf 50.000 Exemplare limitierten Auflage. Und die Farbe ist ein dunkelblau, das ein bisschen durchsichtig ist und damit auf die Technik blicken lässt. Und wenn ihr das Ding einschaltet, dann leuchtet sie auch blau und lässt dann eben so schön ins Innere der Konsole blicken. 2 Terabyte Festplatte ist verbaut, ein passender Controller, ebenfalls blau beleuchtet und leicht durchsichtig, ist dabei. Den könnt ihr auch einzeln kaufen, genauso wie ein Wireless-Headset, das ähnlich gestaltet ist. Wie gesagt, 24. August kommt das Ganze in den Handel. Streng limitiert, leider gibt es noch keinen Preis dafür. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald da was bekannt ist. An diesem Wochenende läuft die 2. Private Beta in Call of Duty Black Ops 4 und die bringt einen neuen Spielmodus mit sich, der da heißt. Da spielt ihr 5 gegen 5 und macht Jagd auf eine Geldtasche, die ihr an einen bestimmten Punkt auf der Karte bringen müsst. Spieler von Battlefield Hardline kommt das vielleicht ein bisschen bekannt vor. Die Anzahl eurer Leben sind dabei begrenzt, ihr könnt aber wiederbelebt werden. Und ebenfalls eine Einschränkung, ihr habt am Beginn der Runde nur eine Pistole und müsst euch mit erspieltem Geld eine neue Waffe kaufen oder mehrere neue Waffen, damit es richtig rund geht. Zocken könnt ihr daneben halt noch die anderen Modi, die letzte Woche schon spielbar waren. Die Beta läuft noch bis Montag, 19 Uhr, dann ist erstmal Schluss. Bei Overwatch laufen aktuell wieder die Sommerspiele, genau wie in den letzten beiden Jahren. Dürft ihr den Spielmodus Lucio Ball zocken, der für eine bestimmte Zeit zurückkommt und eine Art Fußballvariante ist. Die könnt ihr in 3 Arenen zocken, eine davon ist neu. Ebenfalls zurückkehren alle Gegenstände der letzten beiden Sommerspiele. Wenn ihr da also was verpasst habt, könnt ihr das jetzt wieder erspielen und euch holen. Und es gibt neue epische Skins, neue legendäre Skins, jede Menge Zeug. Läuft noch bis zum 31. August. Viel Spaß bei den Sommerspielen. PUBG-Spieler freuen sich aufs Wochenende und auf das neue Event Dodge Bomb, das gerade läuft. Das ist eine Variante des War-Modus und da treten 3 Squads mit je 10 Spielern gegeneinander an auf einem kleinen Gebiet der Karte Erangel. Und da gibt es keine normalen Schusswaffen, sondern ihr schmeißt euch nur Granaten und Molotow-Cocktails um die Ohren. Auch ganz interessant. Ein Abschuss bringt 3 Punkte und wenn ihr zuerst 100 Punkte mit eurem Team habt, dann ist die Runde gewonnen. Das Ganze läuft ab sofort und noch bis Montag um 4 Uhr früh. Haltet euch ran. Das waren sie auch schon wieder, die Gamesfeld News. Heute ist immer noch der 10. August. Ich bin immer noch Sascha und wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.